Da können wir mal unseren Hafengebäude weiterbauen. Denn da gibt es ja so ein bisschen noch Leerstand. Da haben wir noch ein bisschen was gemacht. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal dran vorbei, was da so am Start ist. Okay, was ist das? Was ist das? Ein Tor in eine andere Welt? Wer hat das da hingestellt? Du kommst jetzt zu mir. Wer bist du? Und was willst du von mir? Was hast du mit meinem Dorf gemacht? Du Monster! Dein Ende ist nah. Ich glaube, darauf habe ich echt keinen Bock. Verdammt, ich werde in das Tor gezogen. Nein, nein, ich will nicht. Wo bin ich? Was passiert mit mir? Damit herzlich willkommen zurück zu Show and Play Minecraft. Die zweite Staffel hat endlich begonnen und ja, mein Name ist Droidboy. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen in diesem neuen Abschnitt von diesem Minecraft Let's Play. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir sind gerade noch in unserem Dorf gewesen und sind auf dem Weg gewesen zum Hafen und plötzlich tauchte da dieses Tor auf und ich weiß nicht, was es genau war, der Teufel oder keine Ahnung, was für ein Ding. Auf jeden Fall wollte der uns in die Hölle verschleppen und wir hatten, glaube ich, ein Riesenglück, weil wir wurden von jemandem gerettet. Keine Ahnung, wer das war. Vielleicht zeigt er sich auch nochmal in Zukunft unseres Let's Plays. Was ich jetzt gerade eben noch so gesehen habe, als ich aufgewacht bin, war eine diamantene Rüstung mit einem Pferd mit diamantener Rüstung. Und viel gesagt hat er ja nicht. Hat er ein bisschen abgefahrene Stimme. Erinnerte mich fast so ein bisschen an einen der untoten Reiter von Herr der Ringe. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier und wir haben keine Ahnung, wo wir uns befinden. Ich glaube, wir wurden hier durch dieses Tor hierher transportiert und so wie es aussieht, hat der Reiter uns eine Kiste da gelassen. Ich würde sagen, wir schauen da mal rein und gucken, was der uns da gelassen hat. Und das ist natürlich fett. Der hat natürlich an alles gedacht. Wasserflaschen. Okay, das könnte daran liegen, dass wir uns womöglich in einer Wüste befinden. So schaut es nämlich aus. Okay, wir sind komplett in einer Wüste. Das ist natürlich abgefahren. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal alles. Okay, das ist natürlich sehr geil. Verzauberte Bücher hat uns auch da gelassen. Wasser, ein Buch und eine Feder. Keine Ahnung wofür. Vielleicht will er, dass wir Tagebuch führen. Äpfel, das ist natürlich super hilfreich. Und schon mal ein Steinschwert, damit wir uns wehren können. Das ist natürlich echt ein Traum. So, kann man das hier so machen?
Nee, ich glaube, wir brauchen einen. Ja, eine Werkbank brauchen wir. So, und wir ziehen uns das natürlich sofort an, weil wir haben keine Ahnung, wo wir uns befinden und was uns erwartet. Und deswegen, ja, rüsten wir uns gleich mal ordentlich aus hier. Wir haben weder einen Kompass noch sonst irgendwas. Wir wissen nicht, wie es wieder nach Hause geht, wo es nach Hause geht, wie weit wir von zu Hause überhaupt weg sind. Wir haben keine Ahnung und ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal irgendwo lang zu gehen, in irgendeine Richtung zu gehen. Nicht komplett die Orientierung zu verlieren, beziehungsweise überhaupt erstmal irgendwie uns zurechtzufinden. Ja. Viel ist hier noch nicht. Okay, hier ist ein Tor oder sowas. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir überleben. Dass wir irgendwie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ich meine, wir haben überlebt, wir sind aus der Hölle draußen. Aber wir wissen natürlich nicht, wo... geil, ein Brunnen. Das ist natürlich cool, aber wir haben schon Wasserflaschen. Wir haben keine Ahnung, wo es jetzt letztendlich, wo wir sind. Und ja, wir können einfach nur froh sein, dass wir das Ganze irgendwie überlebt haben. Und ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier zurechtkommen. Wir müssen uns überlegen, was wir überhaupt tun wollen. Ob wir uns wieder auf den Weg zurück nach Hause machen. Was ich ja fast ja mal vorschlagen würde. So, wo geht's hier lang? Okay, ist das ein Dorf? Das wäre natürlich absolut fett. Okay, es wird gerade Nacht. Und das sieht so aus, als wäre da ein Dorf. Was natürlich sensationell wäre, weil wir sind momentan hier in der Wildnis komplett aufgeschmissen. Lederrüstung in Ehren, aber wir haben auch nur ein Steinschwert. Und ich würde sagen, wir machen uns mal ganz schnell zu diesem Dorf und hoffen, dass es da auch noch mehr zu essen gibt. Und vielleicht können wir dort einen kleinen Zwischenstützpunkt machen und von dort aus dann versuchen, den Weg nach Hause wieder zu finden. Was sind da denn für Sachen am Start? Krass, okay. Schafe gibt es hier natürlich auch keine, dass wir mal ein Bett oder so machen können. Okay, hier sind Ureinwohner. Hallo? Okay, flüchtet vor uns. Wir tun euch nichts. Ihr braucht keine Angst vor uns haben. Es ist alles gut. So, hier geht's hoch. Hier kann man ein bisschen gucken. Okay, und da ist die Nacht auch schon hereingebrochen. Das ging schnell. Verdammt. Hier ist ein Feld. Hier ist eine richtige Hütte. Hallo, ich bin freundlich. Ihr braucht keine Angst haben, ist alles gut. Okay, mal kurz eingesperrt. Wir haben auch noch gar nichts, ne? Wir haben keine Werkzeuge, gar nichts. Hier sind auch keine Bäume in der Nähe. Hier haben wir Möhren. Müssen wir uns gerade noch nicht dran bedienen, denn wir sind ja, okay, da kommen schon die ersten Spinnen und sowas. Hier ist die Schmiede. Alter, geh ins Haus! Ich glaube, ich muss erstmal die Einwohner hier schützen. Sind da Sachen drin? Nein. Was ist hier? Boah, das ist... Cool, Spitzhacke. Da ist ein Creeper direkt am Start. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein, noch nicht. Alter. Okay, das ist hier auf jeden Fall... Kann für uns nur ein Zwischenstützpunkt sein. Ist natürlich total, total gefährlich. Wir haben überhaupt keinen Schutz hier im Prinzip. Und... mit unserer Lederrüstung kommen wir auch nicht arg viel weiter. Da haben wir einen Mini-Zombie gerade gesehen. So, hier gibt es eine Tür. Alter. Okay. Hm.
Okay, aber hier drin sind wir auch nicht sicher. Okay, haben wir irgendwie Holz? Wir haben gar kein Holz, ne? Oh, verdammt. Also was wir ja machen könnten wäre, dass wir uns jetzt graben, aber wir haben noch nicht mal eine Fackel am Start. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal kurz hier raus rushen und versuchen, in ein anderes Häuschen zu gehen, wo erstens mal Licht ist und wo wir auch irgendwie ein bisschen was sehen. Boah, fuck. Es geht los. Okay, das war gut. So. Hier würde ich gerne rein. Haben wir hier nicht irgendwo Holz oder so? Nein, wir haben gar nirgends Holz. Das gibt's ja gar nicht. Auch keine Bäume in der Nähe. Okay. So. Da ist ein Zombie. Dann beschützen wir jetzt einfach mal so lange die Einwohner hier. Und als Dankeschön nehmen wir uns dann ein paar Vorräte. Ich glaube, das ist gar kein schlechter Plan. Schnell was essen. Nehmen wir uns Vorräte mit. Da hinten sehe ich Bäume. Ich traue mich jetzt natürlich nur nicht dahin zu gehen. Okay, was ist das hier? Noch ein Zombie. Mit einer Schaufel, glaube ich. Okay, ist leider nicht gedroppt. Okay, hoffentlich wird es gleich wieder Tag. Wir können, wir werden jetzt die erste Folge nochmal irregulär aufnehmen. Das heißt, wir enden sozusagen nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten diese Folge. Und dann nehmen wir wieder, wie gewöhnlich, alles am Stück auf. Bei dieser Folge, oh, dachte ich nur, wäre es vielleicht ganz gut, hier einfach nochmal einen Cut zu setzen später. Und ja, einfach, um einfach noch ein bisschen hier in Storytelling reinzukommen und in die Geschichte reinzukommen. Da sind sie, die Monster. Okay, wie geht's eigentlich mit meinem Schwert? Das ist ja gar kein... Okay, hoffentlich komme ich von den Bogenschützen weg. Gibt's hier wenigstens ein Holzdach? Nein, das ist alles mit, Oh! Fuck! So, bislang hat unsere Beschützungsaktion ganz gut funktioniert. Vier Schritte. Da. Oh oh, wer stirbt denn hier? Irgendwo stirbt hier doch jemand. Was für eine spannende Folge. So. Gut, dann könnten wir eigentlich auch mal hier, das nehmen wir gleich mal alles mit, denn wie gesagt, wir brauchen natürlich ein paar Vorräte, bevor wir losziehen. Und das heißt, wir nehmen uns das Zeug, pflanzen das gleich hier aber auch wieder an. Kartoffeln haben wir, Kartoschkis, sehr gut. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg und suchen unsere... unser Dorf, oder zumindest werden wir mal versuchen, uns irgendwie in irgendeine Richtung zu begeben. Das Problem ist ja, wir wissen ja noch nicht mal, wo es überhaupt lang geht. Das heißt, wir müssen uns echt irgendwie, weiß ich nicht, wir brauchen eigentlich erstmal einen Kompass oder so. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Schnell was essen. So, dann befreien wir die da hinten. Monsterschlacht. So, wer hätte gedacht, dass es auch gleich Nacht wird? Wäre natürlich cooler gewesen. Oh, jetzt machen wir mal kurz eine kleine Pause. Guten Tag, die Herren. Wäre natürlich cooler gewesen, erstmal ein bisschen Zeit gehabt zu haben. Ich könnte mich hier eigentlich doch ein bisschen runter
graben, oder nicht? Schaufel wäre es gut. Naja, klar. Kann ich auch einen Apfel nehmen? Wir haben immer noch keine Fackeln. Naja, so haben wir jetzt zumindest mal ein paar Steine, mit denen wir bauen können. So, jetzt lass es doch endlich mal Tag werden. Wir müssen echt langsam los. Zu essen haben wir echt Gott sei Dank genug. Aber wir brauchen unbedingt Holz. Ohne Holz geht halt gar nichts. Und ich habe keine Lust, in dem Zustand gerade hier rauszugehen, weil es ist wirklich, wirklich viel los da draußen. Wir haben gerade mal eine Lederrüstung. Und ja, ich meine, wir können froh sein, dass wir überhaupt leben. Muss man ganz klar sehen, aber ja, wir fangen im Prinzip wieder komplett von vorne an. Und es kann sein, dass wir niemals mehr nach Hause finden. Ich meine, wir sind in einer Wüste. Wir sind vielleicht auf der anderen Seite der Welt, wo wir nicht einfach mal so mit ein paar Fußmärschen wieder nach Hause kommen. Kann gut sein, dass ich mich dazu entscheide, erstmal komplett neu irgendwo anders eine Base aufzubauen und dann weiterzumachen. Denn, ja, also sonst macht das ja keinen Sinn. Also wir brauchen Redstone, wir müssen uns einen Kompass suchen und dann erst können wir los. Und ja, und dann ist wahrscheinlich unser Dorf auch nicht mehr da. Habt ihr gesehen, ne? Es ist komplett abgebrannt oder zumindest brannte alles lichterloh, als wir weg sind. Kann sein, dass unser Dorf noch nicht mal steht. Also von dem her, ja, das wird ziemlich krass. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ja, die Sonne geht auf und wir sehen uns im nächsten Teil von Folge 16. So, zurück im Endscreen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der zweite Teil der zweiten Staffel sozusagen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über ein Däumchen nach oben. Ansonsten gerne abonnieren. Und ja, schaut auch mal in die anderen ersten Folgen rein, die ich da unten verlinkt habe. Und ja, ich würde sagen, das nächste Mal geht es wieder normal weiter, im normalen Turnus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich versucht habe, hier so ein bisschen mal was Besonderes reinzumachen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.